Ihr Lieben, ich stelle euch jetzt das absolut Neueste aus dem Hause Sensi vor, denn diesen Herbst, Winter kommt ein neues Produkt oder gibt es ein neues Produkt und das ist dieses hier, das ist nämlich der Sensi Air. Ich habe den jetzt schon ein paar Tage länger, denn ich habe den von Sensi geschenkt bekommen während meiner Incentive, also meine Reise, die ich ja mir erarbeitet habe mit Sensi. In Orlando habe ich den schon vorab geschenkt bekommen und habe ihn jetzt auch schon auf Herz und Nieren testen können und ich sage euch, es ist ein großartiges Gerät. Es ist einfach genial. Ich habe es auch jemandem ausgeliehen, der davon richtig arg Nutzen hatte. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Denn was ist jetzt der Vorteil von diesem riesengroßen Ventilator? Schaut mal, der ist riesig. Also das ist ein Ventilator in Großformat, der auch hübsch aussieht. Denn dieser Schirm hier ist aus Leinen. Oben haben wir hier so eine Silberplatte. Und der lässt sich auch abmachen. Und hier passen tatsächlich bis zu 4 Duftkörbchen rein, also 4 von unseren Pots. Ist kein Muss, dass man 4 reinlegt, aber man kann. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht schon vorstellen, was da der Vorteil sein könnte. Durch diesen großen Ventilator und die Möglichkeit, dass ich hier 4 Körbchen reinlege, schaffe ich hier bis zu 100 Quadratmeter zu beduften. Also das Gerät ist einfach großartig für richtig große Räume oder eben auch, wenn man ein Haus hat, wo viel offen ist, ist das hier die Möglichkeit, mit einem Gerät ganz viel Duft nach Hause zu bringen. Und eben auch für Firmen. Und da hatte ich ihn ausgeliehen. Ich habe das einer Arztpraxis ausgeliehen, die einfach gesagt haben, sie wollen gerne ein bisschen Duft bei sich haben, aber es scheint eine Riesenfläche und dieses Gerät hat es geschafft. Ich kann mir das auch mega gut in Nagelstudios vorstellen, also überhaupt im Kosmetikbereich oder eben in jeglicher Firma, wo man sagt, wenn der Kunde reinkommt, soll er einfach schon so sich wohlfühlen und das schafft eben Duft, finde ich immer total gut. Ja, und es sieht auch noch schick aus. Und technisch gesehen kann es ultra viel und es hat trotzdem, und das ist so toll bei Sensi, diese lebenslange Garantie auf die Technik. Egal, was ich euch jetzt zeige, wenn davon mal was nicht mehr funktioniert, müsst ihr euch einfach nur melden und ich reklamiere euch das. Ja, was kann der jetzt? Der hat mehrere Schalter, also sprich, der hat, muss auch an den Strom, ne? Also der hat hier hinten einen Stecker und hat ein USB-Kabel dabei und muss dann eben in den Strom. Ihr legt hier oben die Körbchen rein, das machen wir vielleicht jetzt auch noch zusammen. Ich habe jetzt hier einen Duft zweimal, also 2 Packungen, damit ich 4 habe. Ihr könntet aber beispielsweise auch Düfte mischen, natürlich. Also man könnte hier 4 verschiedene Düfte reinlegen oder jeweils 2. Ihr könnt natürlich aber auch vornherein nur 2 Körbchen reinlegen, wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht ganz so stark duftend haben, aber das Gerät selber kann das auch ein bisschen steuern. Und zwar habt ihr 3 verschiedene Modis beim Ventilator. Und ihr habt übrigens auch Licht. Ihr habt Kerzenflackern. Und ihr habt die Möglichkeit, einen Regenbogenmodus durchlaufen zu lassen. Ja, jetzt läuft der ganz smooth durch viele, viele Farben durch. Das ist so schön gemacht. Und ihr könntet aber auch euch die Farbe einfach so einstellen, wie sie euch gefällt. Orange, gelb, grün, türkis. Also da kommen ganz viele Abschwächungen auch noch und auch eben ganz normal hellweiß oder eben auch gar kein Licht. Ja, und eben hier unten, jetzt dreht sich der Ventilator nur ganz leicht. Er dürfte trotzdem schon richtig gut und ich muss jetzt mal kurz ablesen. Ich habe mir hier extra nochmal die Anleitung dazu gelegt. Und zwar in diesem Niedrigmodus schafft er 23 bis 46 Quadratmeter. So, also normale Wohnzimmergröße reicht eben dieser erste Modus. Wenn ihr es hochschaltet, wird er schon lauter. Hört ihr das? Jetzt sind wir im Modus 2. Jetzt dreht er sich eben wesentlich schneller. Und jetzt schafft er Quadratmeter 7, Moment, Standard 46 bis 70 Quadratmeter. Also jetzt wird es schon wesentlich mehr. Und wenn man es auf Vollgas schaltet, dann schafft er bis zu 100 Quadratmeter. 70 bis 100 Quadratmeter. Also richtig, richtig viel. Und ja, es ist der Wahnsinn. Es gab einen Raum bei Sensi, da wurden uns die Düfte neu vorgestellt und da stand immer ein so ein Gerät in der Mitte. Es waren riesengroße Räume, also bestimmt 100 Quadratmeter. Und der ganze Raum, du hast diesen Duft richtig gespürt. Das war so klasse. Also das waren so Dufterlebnisräume. Und das schafft man eben mit diesem Gerät. Ich schalte es jetzt wieder runter, damit es nicht so laut ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, in so einem großen Raum, wenn der irgendwo in der Ecke steht, das hört man auch nicht in der anderen
Ecke. Nur wenn man direkt nebendran steht, wäre das eben dieses Geräusch, was es eben gemacht hat. Ja, was kann der noch? Der hat auch einen Timer. Also ihr könnt auch einstellen, wie lange der diesen Duft erzeugen soll. Ja, und das finde ich auch ganz schlau, weil der Duft hält sich ja auch in dem Raum. Gerade jetzt im Herbst, Winter hat man ja ständig das Fenster offen. Es wird ja durchaus auch reichen, wenn man den 2, 4 oder 8 Stunden lang anlässt, ne? Und dann schaltet er sich automatisch wieder ab. Wenn man das nicht drückt, dann ist er kontinuierlich an, dann schaltet er sich nicht von alleine aus, aber eben durch den Timer hier ist das möglich. Ja, das ist das Allerneueste von Sensi. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit der Zeit Wechselschirme kommen, denn das kommt in 2 Kartons. Also dass vielleicht hier auch noch irgendwann andere Schirme kommen. Dann braucht man eben, wenn man das Gerät schon hat, kann man den Schirm wechseln. Ja, also es ist wirklich was richtig Tolles. Der Preis, lasst mich schauen. Durch diese viele Technik ist das natürlich jetzt kein 50-Euro-Produkt. Er kostet 163 Euro, aber wie gesagt, lebenslange Garantie auf die Technik und dadurch kauft ihr den nur ein einziges Mal. Wenn irgendwas mit dem mal sein sollte, meldet euch sehr gerne bei mir. Ja, wie findet ihr den? Ich finde den großartig.